hält er gut. Den hält er gut. Karol ist halt da, wenn er da sein muss. Wollt ihr für Funnel haben? Blut? Oh mein Gott. Karol verletzt. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox. Wir sind in Bremen, haben Maxi Eggestein am Start. Er ist jünger als ich. Das heißt für mich eigentlich immer, dass ich ein bisschen was reißen muss. U21-Nationalspieler, also coole Sache, dass du dabei bist. Wir haben auch Karol im Tor. Ich stelle mal unseren Torwart vor. Ja. Er macht schon einen auf cool, da müssen wir nachher die Bälle reinhauen auf jeden Fall. Freistoß schießen, hast du Bock? Ja, ich bin dabei. Okay, dann mach dich erstmal warm und dann erkläre ich dir nochmal, wie es funktioniert. So, wir haben das Freistoßschießen am Start. Wir haben 4 Positionen mit Hütchen markiert. Wer zuerst 5 Tore macht gegen Karol, der gewinnt das Ganze. Wer soll anfangen? Sollen wir Xing Shang Chong machen oder soll ich gleich anfangen? Oder? Xing Shang Chong. Bis 1. Ja. Xing Shang Chong. Okay, dann fängst du auf jeden Fall an. Okay. Du musst vorlegen. Geh gleich mal zum ersten Hütchen und hauen rein. Ah, rutscht er ihm schon durch. 1-0. Na. Der war stark, der war echt gut, Mann. Ja, nicht schlecht. Ah, der war schlecht. Kriegt er die Beine dazu? Ja. Wenn der durch wäre, ich wäre gegangen. Ciao. Ja, ich wollte ihn eigentlich rechts haben, aber. Go! Na. Unhaltbar. 2-1. Oh! Ja! Aber da wärst du, glaube ich, sogar dran gewesen. Ja, klar, ich dran gewesen. Situation. Schwacher Fuß. Mit schwachem Fuß rechts oben rein. Respekt. Da muss ich jetzt schauen, dass ich mir den Fuß breche. Warum wusste ich, dass du zum Freischießen wirst? Mit links geht da gar nichts. Jetzt der Karol. Es steht schon 3-1 für Maxi. Also jetzt bitte hier unsere Freundschaft. Oh. Warte. Hat gescheppert? Was mit Auge, oder? You know me, bro, you know me. Wieder das Eck. Was ist drauf, geh mal der Ecke, ja, ne? Das ist deine schwache Ecke. I'm shot from the rooftop, baby. Tell me, will you come and see me? I'm shot from the rooftop. 3-2 steht's. Come pick me up, come pick me up. Wollt ihr für Funnel haben? Blut? Oh mein Gott. Karol verletzt. Sorry. Mann! Mach dir neu! Jetzt pass auf. Ich hol mir noch einen McFlurry bei Maggis. Bin ich sogar ein bisschen für einen Profi, der mit Karol meine Schnauze hält. Krieg ich? Ha? Wie viel du kriegst? Kriegst nichts. 10 Euro. Ich treffe eh, komm. Oh. Ey, ich hab gehofft, du triffst jetzt, aber ich halt immer hier mit links schießen muss. Hä, mach mit außen durchs Dinger. Ja, das ist ja rechts dann. Ach so. Ja, aber immerhin mal hoch. Ist das Auge da gewesen? Ich muss nicht hechten, ich muss mich nicht bewegen. Oh Mann. Nachschuss! Nein, dein zweiter schon. Ach komm. Der war schlecht, ey. Ja. Wir kleckern uns nicht mit Ruhm.
Hält er gut. Den hält er gut. Ja! Caro ist halt da, wenn er da sein muss. Ja. Nein! Ja. Gerutscht, nein! Also. Für die Ehre, komm! Aber dafür richtig, gell? Keine halben Sachen. Baller! Nochmal! Ja! Aber war nicht schlecht. Dankeschön. War echt gut. Hat Spaß gemacht. Ich habe 15 Fragen, 15 Antworten von dir. Wer das Junior-Chef? Ist das der richtige Titel für dich? Junior trifft wahrscheinlich viel besser als Chef. Okay. Vom Chef bin ich, glaube ich, noch weit entfernt. Okay. Dein Vater war Profi in der zweiten Liga. Was hast du von ihm geerbt? Seine Größe. Okay. Mit 17 schon in der Bundesliga. Macht man sich davor Angst fast in die Hose? Nee, ich habe Glück in dem Spiel gehabt. Wir haben schon 4-0 geführt, dann wurde ich eingewechselt. Dementsprechend konnte schon spannend auflaufen. Genau. Okay. In der Jugend auch mal im Tor. Wieso bist du nicht drin geblieben? Mein Trainer hat immer gesagt, es wäre zu schade, dass du im Tor spielst. Und deswegen bin ich dann irgendwann wieder rausgegangen. Okay. Wie lange schläfst du ohne Wecker? Ist immer unterschiedlich. Kommt drauf an, 9, 10 Uhr so. Okay. In Hannover geboren. Wieso nie bei 96 gelandet? Weil es bei Werder einfach das Gesamtpaket besser gepasst hat. Okay. Wie wird man von der lahmen Ente zum schnellen Hasen? Ja, das ist schwierig. Ja, wirklich schnell bin ich immer noch nicht, aber ja, ich habe viel versucht, in dem Bereich zu arbeiten. Genau, aber dafür läufst du mehr als alle anderen Profis in der Bundesliga. Wirst du nie müde? Doch, nach dem Spiel dann. Magst du den Vergleich mit Bastian Schweinsteiger? Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Wenn ich ihn jetzt sag? Ist natürlich nicht schlecht, aber ich glaube, ich bin noch von ganz weit weg von einem Spieler wie Bastian Schweinsteiger. Okay. Dein Bruder Johannes gilt als großes Sturmtalent. Wer macht die größere Karriere? Ich hoffe, er. Ja, das ist ja nett von dir. Ihr seid immer nur das Brüderpaar von Werder. Nervt das auch mal? Nein, natürlich denkt man sich ab und zu, ist jetzt unnötig der Vergleich, weil er spielt eine ganz andere Position, ist jünger, aber trotzdem ist es natürlich schön, mit seinem Bruder in der Mannschaft zu spielen. Ja. Als Typ eher ruhiger, kein Partymacher, keine Angst, langweilig zu sein? Für wen? Ich bin auch jetzt nicht nur zu Hause, das wäre auch falsch, aber grundsätzlich schon eher der ruhigere Typ, das stimmt. Wann spielst du in der A-Nationalmannschaft? Ja, ist natürlich, glaube ich, von jedem Kind ein Kindheitstraum. aber ich möchte mich da nicht auf einen Zeitpunkt festlegen. Wer wird Weltmeister? Deutschland. Was macht die Liebe? Da sage ich nichts. Okay, geheim. Letzte Frage, wieso wird man belohnt, wenn man mutig ist? Ich glaube, dass es sich auszahlt, mutig zu sein. Vielleicht nicht in den ersten Momenten, aber auf Dauer wird es belohnt. Okay, das war's. Danke dir. Gerne. So Leute, das war's vom ersten Teil Kickbox gegen Maxi Eggestein. Karel war auch dabei, Leistung war okay. Maxi, kannst du schon einen Hinweis geben, was im zweiten Video kommt? Ich glaube 1 gegen 1, oder? Da hat er recht. Junge. Nein, geh weg. Geh mal weg, ey. Das ist das zweite Video, Freitag. Auf jeden Fall reinschauen, abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Die Kickbox auf Instagram abonnieren wir auch ganz cool für Backstage-Infos. Danke, Maxi. Cool, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.